Also das Gebet nach Osten, ich berufe mich hier auf Gabriel Bunge, ist in den Augen der Kirchenväter so wichtig, dass sie zum Beispiel das Origenes sagt, es gibt keinen Grund, der einen Christen davon abhalten könnte, sich im Gebet nach Osten zu wenden. Undenkbar. Origenes, können wir den ein bisschen einordnen, sehr früh, drittes Jahrhundert, Schüler des Clemens von Alexandrien, ist ein bisschen durch das Mönchsgezänk dann in der syrischen Wüste und in Palästina unter die Räder gekommen, weil man ihn der Häresie verdächtig hat und der schäbige Eusebius von Caesarea mit seiner Kirchengeschichte hat ihm dann noch angedichtet, er hätte sich selber entmannt, da war es natürlich ganz vorbei. Ja. Trotzdem hat Origenes eine große, große Bedeutung für die Kirchengeschichte, allein schon auch für uns im lateinischen Westen, weil der noch ungetaufte Ambrosius, der Bischof wurde, als Ungetaufter übrigens, ja, Ambrosius wurde also ungetauft, war nur Katechumene, zum Bischof gewählt, ja, und nimmt so einer am nächsten Sonntag eine Predigt her. Der war ein großartiger Beamter, aber predigen musste der bislang noch nicht, war noch nicht mal getauft. Also, der konnte Griechisch, hat er sich den ganzen Origenes hergeholt und alles schön, das meiste beim Origenes abgeschrieben. Also die ganzen Homilien zum Lukas-Evangelium, diese großartigen, so ist de facto 1:1 Origenes. Aber vielfach auch nochmal dann, als er dann langsam reinkam, ist ein genialer Geist, dieser Ambrosius, ja, dann um das eigene dann nochmal ergänzt. Aber zunächst wäre der ohne Origenes, hätten die in Mailand nichts gehabt zum Zuhören. Dann hätte der nicht gewusst, was er sagen soll. So. Dann gibt es ein Werk, das heißt Pseudo-Justin, also nicht direkt vom authentischen Justin, dem Märtyrer. Das ist für uns interessant, weil es so ein Frage- und Antwortspiel in diesem Text ist. Ich lese den einmal vor. Frage. Wenn Gott, der Herr der Natur des Alls, bei der Schöpfung alles nach Art des Kreises festgelegt hat, weshalb uns ja auch David geboten hat, den Herrn an jedem Ort der Herrschaft des Herrn zu preisen, und der Apostel uns desgleichen aufgetragen hat, an jedem Ort heilige Hände zu Gott zu erheben, weshalb senden wir dann, als betrachteten wir die Himmelsrichtung des Sonnenaufgangs, als ehrwürdiges Werk und als göttliche Wohnung, weshalb senden wir dann dorthin blickend Hymnen und Gebete zu Gott empor? Und wer hat die Christen diese Sitte gelehrt? Antwort. Da bei uns das Ehrwürdigere zur Ehre Gottes bestimmt wird, nach Meinung der Menschen aber der Aufgang würdiger ist als die anderen Richtungen der Schöpfung, deshalb verneigen wir uns zur Zeit des Gebetes alle nach Aufgang hin. Gleich wie wir mit der rechten Hand im Namen Christi jene segnend versiegeln, die dieses Siegels bedürfen, weil wir sie für ehrwürdiger als die linke halten, obgleich sie durch Setzung nicht von Natur aus von dieser verschieden ist. Ebenso wird auch der Aufgang, also der Osten, als ehrwürdigere Richtung der Schöpfung zur Anbetung Gottes bestimmt. Die Tatsache, dass wir unsere Gebete nach Osten zu verrichten, widerspricht übrigens keineswegs dem Wort des Propheten bzw. des Apostels. Denn an jedem Ort ist für den Betenden der Aufgang vorhanden. Und weil wir in jene Richtung gewandt anbeten, wo wir den Gesichtssinn haben, es aber unmöglich ist, zur Zeit des Gebetes in die vier Richtungen der Schöpfung zu blicken, deshalb verrichten wir in eine Richtung der Schöpfung blickend unsere Anbetung, weder weil allein sie das Werk Gottes wäre, noch weil sie zum Wohnort Gottes bestimmt worden wäre, sondern weil sie zum Ort der von uns Gott dargebrachten Anbetung bestimmt worden ist. Den Brauch aber zu beten hat die Kirche von jenen empfangen, von denen sie auch den Brauch empfangen hat, wo man betet, das heißt von den Aposteln. Das ist eine wichtige Sache hier, wenn wir auch über Tradition reden oder immer, nachdem wir auch in einem zwar schwindenden protestantischen Umfeld leben, aber das katholische ist genauso schwindend, allein die Schrift. Das hat für die Väter nie stattgefunden. Die Kirchenväter wussten immer, dass die Heilige Schrift Produkt der Kirche ist und nicht umgekehrt. Dass die Kirche nicht aus der Schrift hervorkriecht, ja, wie Luther sagt, sondern im Gegenteil. Es gab eine Fülle von Schriften, die durchaus man hätte in den neutestamentlichen Kanon aufnehmen können, aber es ist eine bewusste Entscheidung der Kirche und ihrer Autorität gewesen, bestimmt diese 27 Schriften auszuwählen und die anderen auszuscheiden. Das sind mehr als 27. So. Und deshalb gibt es immer auch schon, deshalb heißt Tradition Heilige Schrift und mündliche Überlieferung. Und das hier ist ein ganz klassisches Beispiel für die mündliche Überlieferung. Das ist nirgendwo aufgeschrieben im Neuen Testament, dass man nach Osten beten muss. Aber
die Väter, also sehr früh hier schon, Origenes und andere wissen, das ist eine apostolische Tradition, die wir mündlich empfangen haben. Das ist jetzt, wenn wir mal rein historisch positivistisch denken, wo schlägt sich das in den Quellen nieder? Seit dem 2. Jahrhundert gibt es die Quellen, die, haben wir die Texte dafür, die das nachweisen. Also das ist 100 und ein paar abgebrochene. Seitdem haben wir Texte dafür. Das hängt nämlich auch damit, das muss man immer betonen, mit dieser Verdächtigung zusammen, die für unsere jetzige Praxis auch in der Messfeier eine wichtige Rolle spielt. Es gab einen Mann namens Wieland, der ist dann auch auf der Anfang des 20. Jahrhunderts ist auf den Index der verbotenen Bücher gesetzt worden, weil er die These aufgestellt hat und versucht hat zu untermauern, in den ersten paar Jahrhunderten gab es überhaupt sowas wie Kult im Christentum überhaupt gar nicht. Die haben noch keine Eucharistie gefeiert, da gab es sowas, das ist alles Unsinn. Das reine Urchristentum war nur eine innere moralische Einstellung, so etwas wie eine Philosophie, Schluss. Und dann kam die Hellenisierung des Christentums mit den bösen Kirchenvätern, die also einen Dialog sozusagen angezettelt haben zwischen dem, was wir in der Heiligen Schrift finden und dem, was normale Philosophie in dieser Zeit war. Und das ist dann der Sündenfall des Christentums, weil dann setzt das alles an. Da kommt das ganze Böse, da kommt der Klerus, da kommt die ganze Institution, Kirche, dann kommt dann die Liturgie und so etwas. Und ein Mann, der darauf sehr gehört hat, war Theodor Clauser, der Vater dieser Theorie war, dass man früher zur Gemeinde hin zelebriert hat. Kommen wir nachher noch drauf. Aber das, was man da Hellenisierung des Christentums nennt, ist der Sündenfall des Christentums. Deshalb ist es so wichtig, es gibt kein reines Urchristentum und dann gibt es einen Sündenfall. Es gibt eine ganz kontinuierliche Entwicklung. Aber es gibt nicht irgendwie, oder was man in Geschichtsbüchern manchmal lesen kann, man kann das auf Wikipedia nachlesen, konstantinische Wende der Kirche, der Sündenfall schlechthin. Da wird das Christentum wird sozusagen zunächst nur erlaubte Religion, dann wird es aber die Religion des ganzen Römischen Reiches und das ist sozusagen der große Sündenfall. Es sind schon natürlich Sündenfälle damit verbunden. Wir wissen das, wenn die Bischöfe in Trier, der heilige Martin weiß davon, ein Lied zu singen, ja? wie die Hofprälaten da rumstolzieren, ja? Wie die Pfauen und ihre Federn kämmen und sich wohl nähren und bereit sind, irgendwelche angeblich abweichenden Heretiker zu verbrennen. Und der heilige Martin sagt, damit habe ich nichts zu tun. Wer kennt heute den Namen eines solchen Prälaten in Trier? Keiner. Nobodies sind das und waren das immer. Nullen, zumindest in unseren Augen. Was der liebe Gott mit denen macht, das wollen wir ihm überlassen. Ja. Aber den heiligen Martin, den kennt heute jedes Kind. Das ist der Unterschied. Also, es gibt eine ungeschriebene apostolische Tradition, die lebendig ist. Und nur weil wir die zum Beispiel nicht praktizieren, heißt das ja nicht, dass die in der Kirche nicht lebendig wären. Sie müssen lange suchen, bis sie eine christliche Konfession finden, das gilt übrigens auch für den reformierten Bereich, sogar für Calvinisten, da müssen sie lange suchen, bis sie jemanden finden, der die Ostung des Gebetes aufgegeben hat. Gehen Sie mal in lutherische Kirchen oder sowas. Inzwischen ist es schlimm, dass sogar die sonst sehr viel Wert auf Tradition legen, wie die Anglikaner, dass die unseren postvatikanischen Kram jetzt nachmachen und die Altäre drehen. Ja? Oder ganz schlimm, die Syro-Malabaren. Man fasst es nicht. Ja? Einer der ältesten Riten, die wir in der Kirche haben, machen jetzt diesen Zirkus mit. Das ist ja grauenvoll, der Ritus ist ja kaputt. Das geht ja gar nicht. Ja? Ich meine, man muss sich ja nur mal die Videos anschauen, was da in Indien stattfindet, da wird einem ja schlecht. Ja? Weil das ist dann noch mal ein bisschen bunter als bei uns. Ja? Mit dem pinken Schleifchen und sowas, aber wenn die dann anfangen, sozusagen, diese Liturgie ist dafür überhaupt nicht gedacht, aber wir kommen ja zur Messfeier, kommen wir dann nachher noch. Basilius der Große sagt, wir schauen alle beim Gebet nach Osten und er gibt aber einen anderen Grund an. Und das ist interessant, wie die Väter das versuchen zu begründen, wie diese Richtung nach Osten ist. Basilius sagt, wenige wissen nur, dass wir auf der Suche nach der ursprünglichen Heimat sind. Auf der Suche nach dem Paradies sind, das Gott in Eden, steht im Buch Genesis, nach Osten hin pflanzte. Also wenn sich der Christ nach Osten wendet, ist das ein christologischer Bezug. Er wendet sich hin zur aufgehenden Sonne,
wo die Sonne aufgeht, der Aufgang aus der Höhe, singen wir jeden Morgen den Benediktus, das ist ein Zeichen für Christus, ein Zeichen der Auferstehung. Aber es ist auch die Hinwendung zum verlorenen Paradies, zur eigentlichen Heimat. Und dann gibt es einen sehr schönen Text, den will ich, der ist auch ein bisschen länger, von Johannes von Damaskus, den will ich aber auch ganz vorlesen, weil der die ganze Heilsgeschichte umfasst, wie das mit der Ostung ist. Da kommt im Grunde genommen alles drin vor. Nicht grundlos, so sagt Johannes von Damaskus, und zufällig beten wir gegen den Aufgang an, sondern weil wir aus einer sichtbaren und einer unsichtbaren, das heißt aus einer sinnlichen und einer geistigen Natur zusammengesetzt sind, bringen wir dem Schöpfer auch eine doppelte Anbetung dar. Gleich wie auch mit dem Geiste psalieren und mit den leiblichen Lippen und getauft werden mit Wasser und Geist und auf zweifache Weise mit dem Herrn verbunden werden, indem wir an den Mysterien teilhaben und an der Gnade des Geistes. Da ist das nochmal zusammengefasst, was wir eben gesagt haben. Wir sind eigentlich Wesen zweier Sphären, die aber zusammengehören. Eine geistige Sphäre und eine materielle Sphäre, wenn man so will. Die himmlische und die irdische. Deshalb besteht auch ein Sakrament, sagt Augustinus dann, immer aus dem Materiellen, also bei der Ehe, aus Mann und Frau, aber immer auch aus dem Wort, das ein Wort des Heiligen Geistes ist. Deshalb besteht das eucharistische Brot und der eucharistische Wein immer aus der Materie von Brot und Wein, aber nur Brot und Wein bleibt Brot und Wein. Deshalb ist es die Kraft des Wortes, ja, das im Auftrag Christi gesprochen wird, das dazukommt. Wir haben immer diese zwei Sphären. Die sind in der Liturgie aber untrennbar miteinander verbunden. Und so sagt er das aus, es macht es deutlich. Deshalb gibt es nie nur einen innerlichen Menschen, der betet. Es braucht immer auch einen äußeren, wir müssen auch mit dem Leib beten. Oder um es ganz scharf zu sagen, weil ich habe das so oft erlebt im Praktikum irgendwo in den Pfarreien, wo dann der Eierkocher schon rappelt und die Kaffeemaschine so dahin sucht und gibt sozusagen den Grundton für die Psalmen an. Das wird natürlich auch nur gebetet, ja. Weil man am Kaffee, gedeckten Kaffeetisch die Laude schnell betet. Das kann man eigentlich nicht machen. Also das, die Kirchenväter würden wahrscheinlich alle tot umfallen, ja, alle miteinander, ja, wenn sie sowas hörten. Ja. Weil der Leib kann nicht vor der Leberwurst beten. Das ist schwierig. Das überfordert den leiblichen Bereich. Also wenn Sie auf Leberwurst stehen, Sie können von mir aus gerne ergänzen, irgendwie im Geist etwas anderes ergänzen. Ja? Sondern wenn wir beten, muss der Leib entsprechend auch ausgerichtet sein. Sonst brechen diese Dinge auseinander. Sonst wird das Gebet rein, ja, wir rotzen dir jetzt morgens unsere Laudes runter, damit wir anschließend in den Spiegel gucken können und sagen, ja, wir beten auch bei wir. Ja, das ist aber zwecklos. Das ist sinnlos. Das macht keinen Sinn. Da kann man es eigentlich auch bleiben lassen. Es sagt aber auch der göttliche David, so Johannes von Damaskus weiter, ihr Reiche der Erde psaliert dem Herrn, der über die Himmel der Himmel hinschreitet gegen Aufgang. Ferner sagt die Schrift, es pflanzte Gott das Paradies in Eden nach Osten hin. Darin setzte er den Menschen, den er gebildet. Und nach der Übertretung vertrieb er ihn und siedelte ihn gegenüber dem Paradiese der Wonne an, gegen Untergang nämlich. Also wir leben eigentlich permanent im Westen. Und richten uns im Gebet nach Osten, weil wir Sehnsucht danach haben. Das alte Vaterland also suchend und nach demselben hinblickend beten wir Gott an. Auch das mosaische Zelt aber hatte den Vorhang und den Sühnealtar gegen Osten. Auch der Stamm Juda als der Geehrtere schlug sein Lager gegen Osten auf. Und auch in dem berühmten Tempel Salomos war die Pforte des Herrn nach Osten gelegen. Aber auch der gekreuzigte Herr sah gegen Untergang. Christus am Kreuz schaut nach Westen, nach der Tradition der Väter. Und so beten wir an gegen ihn, nach Osten gewandt, indem wir ihn anblicken. Und als er gen Himmel fuhr, schwebte er gegen Aufgang. Das ist heute immer noch, wenn man in Jerusalem dann diesen Weg macht auf den Ölberg, oben auf die Ölbergkapelle, die eigentlich muslimisch ist inzwischen, dann ist das, die liegt im Osten der Stadt, ja. Und wenn doch die Liturgie stattfindet, was die am Himmelfahrtstag, dürfen da auch christliche Liturgien sein, findet die natürlich nach Osten statt. Und so beteten ihn die Apostel an
Und so wird er kommen, wie sie ihn haben fortgehen sehen in den Himmel. Wie der Herr selbst sagt, gleich wie der Blitz ausgeht, von Anfang bis Untergang scheint, so wird auch die Ankunft des Menschensohnes sein. Ihn also erwartend, Christus erwartend, beten wir gegen Osten an. Ungeschrieben ist diese Überlieferung der Apostel, denn vieles haben sie uns ungeschrieben überliefert. So auch Johannes von Damaskus. Also was im Grunde genommen, da hat sich einer hingesetzt und hat sich die Fleißarbeit gemacht, jetzt alle Zitate aus der Heiligen Schrift, die mit Osten zu tun haben, zusammenzusuchen. Das sind natürlich noch mal viel mehr. Aber es ist interessant, es ist ein ganzer heilsgeschichtlicher Bogen, der hier entworfen ist. Vom Paradies bis hin zur Wiederkunft Christi. Alles ist gebündelt in dieser Wendung nach Osten hin. Es gibt dafür keine Alternative. Also Basilius und Origenes haben da vollkommen recht. Es gibt keinen Grund für einen Christen, nicht nach Osten zu beten, weil es überhaupt keinen anderen Anhaltspunkt gibt. Und das Letzte, was natürlich noch wichtig ist, dass es im Grunde genommen auch eine Taufanamnese ist. Ich habe das in anderem Zusammenhang ja schon mal gesagt, dass die Täuflinge früher auch im lateinischen Westen, das hat sich dann bei uns in der Form verloren, in den östlichen Kirchen ist das bis heute Bestandteil des Ritus bei der Erwachsenentaufe, dass die sich nach Westen wenden und dann dreimal ausspucken, weil sie dem Teufel ins Gesicht spucken. Ja, also unsere Fragen, wie das sagst du dem Satan? Ja, da holen die richtig aus und dann geht es zur Sache. Und nach Osten werden die durch das Taufbad geführt, also richtig. Gestern, glaube ich, wir haben die Bilder angeschaut gestern. Gestern hat ein Bischof in Ostrussland, wunderbar, die gehen dann richtig in den See und zwar im vollen Ornat. Also ich wollte mir da unsere katholische Geistlichkeit vorstellen oder wie wir das so sagen. Hoch, ne, da gehen die lieber in der Badebox oder sowas. Ja. Besser nicht, wir machen das besser nicht. Ja. Aber in der vollen Kriegsbemalung, die die haben, ja, mit sämtlichen Gewändern steht er da in einem See, ja, und tauft 20 Leute immer rein ins Wasser. Das ist immer nach Osten hin. Ja. Vorher spuckt man nach Westen aus, das ist sozusagen das ist die verlorene Heimat, das ist der Bereich des Abends, wo das Licht versinkt, ja, in die Richtung, in die Christus gestorben ist. Wenn ich also nach Osten bete, hat das immer auch ein Gedächtnis meiner Taufe, meiner Hinwendung zu Christus. Der ganze Leib wird mit der Wendung nach Osten in diesem ganzen heilsgeschichtlichen Bogen. Natürlich hat man das nicht immer alles parat. Ich kann das irgendwie so einen Karteikarten durchgehen, ja, und sagen, oh, jetzt Paradies oder Christi Himmelfahrt oder so etwas, ja. Aber das setzt sich im Laufe der Zeit fest und es ist natürlich eine äußere Übung, die den irdischen Menschen öffnet, also Stichwort Liturgiefähigkeit, überhaupt für das, was wir da tun. Es ist sozusagen die Hinwendung nach Osten, ist überhaupt erst die Voraussetzung zum Gebet. Jetzt können wir natürlich die große Frage stellen. Was passiert eigentlich bei uns, wenn wir diese Richtung aufgegeben haben? In der katholischen Kirche findet sie de facto nicht mehr statt. Oder? Sehe ich das falsch? Selbst wenn wir nochmal, es gab Ausnahmen von dieser Gebetsostung durch äußere Umstände. Manchmal, also wir nehmen mal, das ist für mich immer der Probefall. Oder da sind für mich auch im Laufe der letzten Jahrzehnte viele Fragen aufgestiegen, wenn ich irgendwo eine Fronleichnamsprozession zu halten hatte oder teilgenommen habe, wie selbst das nicht mehr bei uns Katholiken funktioniert. Und zwar meistens von den Funktionsträgern nicht mehr funktioniert. Wir laufen mit dem Sakrament durch die Straße, wir bereiten unglaublich viel vor, das ist immer sehr viel Arbeit, sehr viel Mühe, sehr viel Fleiß mit verbunden. Wir stellen das Sakrament irgendwo ab und dann drehen wir dem Sakrament den Rücken zu und sprechen Fürbitten. Unglaublich. Das ist aber nur ein Zeichen dafür, was uns an Sensibilität verloren gegangen ist. Liturgieunfähigkeit. Man kann doch nicht, wenn wir daran glauben, dass Christus im Sakrament gegenwärtig ist, mit Christus durch die Straßen ziehen, den auf eine Holzkiste, selbst wenn die mit Stoff bespannt ist, stellen und dann unterhalten wir uns hier untereinander, lassen ihn stehen, nehmen ihn dann eine Viertelstunde später wieder mit. Wenn wir mal Personal denken, wie würden wir uns eigentlich fühlen, wenn wir sagen, komm, wir machen jetzt hier, Matthias hat einen runden Geburtstag, wir machen richtig eine schöne Fete und bereiten alles vor. Und alle sitzen hier am Tisch und unterhalten sich miteinander und sagen, Matthias, du kannst, setz dich da auf den Stuhl. Ja, wir bieten ihm nichts an, wir sprechen nicht mit ihm, ja, wir lassen ihn links liegen. Das wäre wahrscheinlich die traurigste Veranstaltung deines Lebens.
Aber im liturgischen Kontext kommt das ja gar nicht in den Sinn. Es geht ja schließlich um uns. So, jetzt will ich aber dann die Katze aus dem Sack lassen, die natürlich schwierig ist. Ich weiß, dass es wird jetzt ganz viele werden schlaflose Nächte erleben. Sprechen wir mal rein wissenschaftlich. Jetzt rein wissenschaftlich. Diese These, dass die Liturgie vom Priester zur Gemeinde gewandt gefeiert worden ist, hat dieser besagte Theodor Clauser vertreten, großer Professor in Bonn. Herkommend von Wieland, das hat er natürlich nie gesagt, weil der damals noch auf den verbotenen Büchern stand, das spielte ja vom Konzil durchaus noch eine Rolle. Und sein Schüler Otto Nussbaum hat versucht, diese These archäologisch zu belegen. Das ist komplett gescheitert. Es gibt heute keinen ernstzunehmenden Wissenschaftler mehr, der diese These vertritt, weil sie inzwischen vollkommen widerlegt ist. Das heißt mit anderen Worten, es hat in der Regel sage gleich die Ausnahmen, nie eine Zelebration zum Volk in der Kirche gegeben. Punkt. Das ist unwiderlegbar von den Texten her. Das hat es nie gegeben. Das ist reine Ideologie. Das wollte man gerne dann. Womit hängt das zusammen? Also hier, unsere Kirche hier, der Altar, an dem ich da jeden Tag stehe, ist 1950 vom damaligen Weihbischof Bernhard Stein konsekriert worden. Und Bernhard Stein hat, also der spätere Diözesanbischof, und Bernhard, da war der ganz jung Weihbischof, und Bernhard Stein hatte einen ziemlich harschen Ruf als Weihbischof, weil er stramm war. Der hat die Pasteure richtig lang gemacht und richtig stramm stehen lassen. Also damals konnten die Bischöfe ja sowas noch. Ja, da waren die Pasteure noch Pasteure und die Bischöfe noch Bischöfe. So. Also vor dem hatten die richtig Angst, wenn der kam. Aber der hat hier vollkommen gegen jede kirchliche Regel, vollkommen kirchenrechtlich unerlaubt, ja, man kann das auf den Fotos nachsehen, versus Populum zelebriert, als er diesen Altar konsekriert hat. Kann man sich das vorstellen? Das Stichwort Zweites Vatikan noch gar nicht gefallen. Ja? Das war 8 Jahre vor der Ankündigung. Aber ausgehend von der Jugendbewegung der 20er Jahre gab es solche Experimente, die die Bischöfe dann manchmal stillschweigend geduldet haben. Und deshalb ist das bei uns dieses Thema so verbrannte Erde. Da fallen dann so törichte Stichworte wie mit dem Rücken zum Volk. Auf die Idee wäre früher keiner gekommen, dass der Priester da irgendwas mit dem Rücken zum Volk macht. Sondern der Priester hat die gleiche Gebetsrichtung wie alle. Wie alle anderen nach Osten schauen, so schaut auch der Priester nach Osten. Punkt. Denn die haben sich auch nicht gegenseitig angeguckt oder haben dem gesagt, mein Gott, hat der einen dicken Hintern in dem Messgewand, was der da anhat oder sowas. Ja? Das ist vollkommen deshalb trägt man übrigens liturgische Kleidung, damit man selbiges weder O-Beine noch sonst irgendwas sieht. Ja? Das ist die Kleidung ist dazu, dass es alles zu kaschieren. Ja? Dass dann nur die Hände und das Gesicht übrig bleiben. Ja? Und man hat aber den Priester nicht angeschaut. Das ist ein Irrtum. Nie. Es gibt keine Tradition, wo man den Priester anschaut. Wer will die sehen? Barmherziger Vater, kein Mensch will die sehen. Das ist vollkommen auch unwichtig, welche Nase das ist. Das Wichtige ist, dass der Priester ist, Punkt. Also, lieber Mitbruder, wir haben heute auch einen Riesenstress, ja, weil wir da vorne stehen als Alleinunterhalter. Oder weil wir uns da jetzt einsam fühlen, schunkeln wir noch ein bisschen mit der Gemeindereferentin oder laden uns sonst noch wen dafür ein, damit es ein bisschen schöner ist. Weil wir inzwischen merken, hoch, das ist aber einsam, wenn ich hier vorne stehe und immer alles alleine machen muss. Also demokratisieren wir jetzt das da vorne. Also wir erweitern nur die Bühne, sonst machen wir nichts. Aber das Ding mit der Bühne ist falsch. Alle, also ich habe die These schon früher vertreten, ich bleibe dabei, ich verschärfe sie noch. Nie war der Klerikalismus, den man angeblich so bekämpft, so groß wie heute. Vollkommen klar. Diese Reform, basierend auf einer, ich meine, das ist auch was, das war natürlich die Zeit, wo die Verbote in Rom wegfielen, wo dann also die bösen Figuren dann irgendwie alle verschwanden oder nichts mehr zu sagen hatten, wo man da keine Lehrerlaubnisse mehr entziehen konnte oder sowas. Ja, weil das alles, und dann hat man ja diese Wissenschaftsgläubigkeit. Ja, und dann eine Pappnase aus Bonn, die irgendwelche Bücher schreibt und irgendwelche entsprechend natürlich die Publikationsmöglichkeiten hat, hat natürlich über die deutschen Bischöfe dann und über die französischen und die belgischen, hat das dann durchgesetzt. Und dann wissen wir, dann haben die einen Bus voll Schwarze geladen und sind damit in die Albaner Berge und haben gesagt, also morgen wird abgestimmt, das ist der
was los ist. Also das hat es aber auf allen Konzilien gegeben, da müssen wir uns jetzt nicht besonders echauffieren. Ja. Aber das war Klauser und Nussbaum. Das ist vollkommen haltlos, es gibt keine Belege. Was das Tragische ist, der ganze Rest der Tradition, das, was man bis dahin hatte, spielte keine Rolle. Und ich sage gleich auch dazu, damit ich jetzt nicht in eine bestimmte Ecke gestellt werde, obwohl es mir vollkommen egal, in welche Ecke Sie mich stellen, über dieses Alter bin ich hinaus. Das muss man auch gegen die Piusbrüder sagen, nämlich auch nicht recht. Für die beginnt die Kirche nach dem Konzil von Trient. Das ist ein bisschen spät. Ich würde mal sagen, so 1600 Jahre ist, ein bisschen, ist der Zug aber abgefahren. Ja? Die Kirche beginnt früher. Die Kirchengeschichte beginnt mit Christi Geburt, wenn man so will. Oder am Pfingsten, je nachdem, wie man das ansetzen will. Nicht nach dem Konzil von Trient. Und was Trient wollte, was ein Stichwort, das das Zweite Vatikanum aufgegriffen hat, die Norma Patrum herzustellen, also die Norm der Väter. Davon hatte man in Trient keinen Begriff. In Trient konnte man, aber das war nicht böser Wille, die hatten nicht mehr Quellen. Die hatten auch nicht die ganzen Ausgrabungsstudien, die wir jetzt dann nach einer Welle des Historismus im 19. Jahrhundert hatten, konnten die nicht auswerten, die konnten sich bestimmte Dinge nicht vorstellen. Vor allen Dingen hatten sie keinen Begriff davon, wie vielfältig in den unterschiedlichen Liturgiefamilien diese Gestalt der Liturgie war. Also Trient vereinheitlicht dann alles. Also jetzt aber zu sagen, die tridentinische Messe ist die Messe aller Zeiten, ist nicht nur Geschichtsglitterung, sondern ist schon ziemlich frivol, muss man sagen. Das ist dumm. So kann man eigentlich nur reden, wenn man keine Ahnung hat. Das tut mir leid, wenn ich das jetzt so sagen muss. Das ist nicht die Messe aller Zeiten. Die tridentinische Messe ist mit Sicherheit auch nicht die Messe Gregors des Großen. Aber, das müssen wir jetzt aber wieder zur Ehrenrettung der tridentinischen Messe sagen, die tridentinische Messe ist sicher der Messe Gregor des Großen ähnlicher als dieses Fiasko, das wir heute machen mit irgendwelchen Theatereinlagen oder irgendwelchen Dichterlesungen oder irgendwelchen Texten, die mit Liturgie nichts zu tun haben. Das steht auch fest. Und dann in eine Richtung zelebriert, die Gott in der Welt verboten hat. Also es gibt sie, aber das stimmt auch. Ich meine, ich weiß ja nicht, wie die Stimmungslage ist. Sie sind alle so friedlich. Ja? Aber scheinbar habe ich gar nichts anderes von mir erwartet, jetzt, was ich dazu sage.